in der Stadt Regen, am Ufer des gleichnamigen Flusses, befindet sich die Privatbrauerei J.B. Falter. Sie ist in ganz Niederbayern für ihre Biere bekannt. Insgesamt stellt die Brauerei 9 verschiedene Biere her. Besonders beliebt ist das Exporthell. Doch wie wird es eigentlich hergestellt? Wir haben die Brauerei besuchen und uns die Vorgänge ansehen dürfen. Der Braumeister Martin Stadelöder hat uns kurz zusammengefasst, worauf es beim Brauvorgang ankommt. Also ganz kurz zusammengefasst ist es so, dass im Sudhaus der eigentliche Brauprozess stattfindet. Da wird das geschrotete Malz mit Wasser vermischt, das heißt Maischen. Das kommt aus dem mittelalterlichen Wort Mischen. Da werden verschiedene Temperaturlasten eingehalten. Anschließend beginnt der Läupervorgang, dauert ca. 3 Stunden und dann wird die sogenannte Würze gekocht, dauert 1 Stunde. Der eigentliche Brauprozess, kann man sagen, ist auf gute 8 Stunden fertig. Der nächste Schritt ist die Gärung. Da kommt die Hefe dazu, die wo die ganzen Farbgeschmacks- und Aromastoffe und Malzzucker verstoffwechselt während der Gärung. Darum ist hier eine Woche bei uns. Das Besondere ist, wir machen das sehr traditionell. Das heißt, wir lassen uns Zeit. Wir fahren auch relativ kalte Temperaturen, wo auf der einen Seite teurer in der Produktion ist, auf der anderen Seite qualitativ und schlagbar. Anschließend wird das Bier gelagert, da wo das Bier seinen kompletten eigenen Geschmacksstoff erst richtig herausbildet. Das dauert zwischen 4 und 8 Wochen, je nach Sorte und Jahreszeit. Dass das Bier mit Kunsäure angereichert, das Bier schon raus, wie das Bier schmeckt wie Bier. Und anschließend muss man noch die letzte Hefe, wo sie in Schwebe befindet, filtrieren. Das ist dann ein Filterkeller, da wird das Bier dann blank filtriert und nach der Filtration wird es in der Flasche abgefüllt. Die Brauerei legt großen Wert auf nachhaltige Technik. So wird für das Bier Wasser aus dem eigenen Tiefbrunnen verwendet. In diesen Tanks werden 90 Kubikmeter Wasser gelagert. Dieses wurde durch die hauseigene Wasseraufbereitungsanlage enthärtet und auf Trinkwasserqualität gebracht. Auch der für das Brauen benötigte Dampf wird durch einen modernen Dampfkessel erzeugt, der weniger Energie verbraucht. Zudem wird nur in Mehrweg-Glasflaschen abgefüllt. Sie werden zunächst aus den Kisten gehoben und dann zur Waschanlage transportiert. Diese reinigt alle Flaschen und entfernt die Etiketts. Als nächstes werden sie auf Rückstände oder Beschädigungen überprüft. Anschließend werden sie mit Bier befüllt und sofort mit einem Kronkorken verschlossen. Das Bier wird mit einer Hebeanlage von den Lagertanks zur Abfüllanlage gepumpt. Nun müssen sie nur noch etikettiert werden. Die fertigen Flaschen werden sofort in die vorher ausgeleerten Bierkästen gehoben.
Diese werden sofort in das Lager gefahren. An einem durchschnittlichen Tag werden ca. 100.000 Flaschen produziert. Die Qualitäts- und Hygienestandards sind sehr hoch. Schließlich wird das Falterbier auf Festen im ganzen Niederbayern ausgeschenkt.